Wie funktioniert das One-Time-Pad-Verfahren zur Verschlüsselung von Texten und warum ist das Ganze dann unknackbar? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute im Video. Dazu schauen wir uns allerdings zunächst einmal unseren Lernkontext an. Wir haben uns bisher mit symmetrischer Verschlüsselung von Texten beschäftigt. Dabei haben wir das CESAR-Verfahren kennengelernt und das Visionaire-Verfahren. Jetzt wollen wir Texte mit dem One-Time-Pad verschlüsseln. Wie funktioniert das One-Time-Pad? Wir haben im Wesentlichen zwei große Schritte. Wir müssen uns einen Schlüssel erzeugen und dann müssen wir die Verschlüsselung durchführen. Dabei gibt es einige Dinge zu beachten. Der Schlüssel muss zufällig generiert werden, er darf nur einmal genutzt werden und er muss mindestens genauso lang sein wie der Klartext. Das Visionaire-Verfahren nutzen wir dann zur Verschlüsselung, das heißt, hier gibt es nichts Neues zu beachten. Ein Beispiel. Wir müssen uns zunächst einmal einen Schlüssel erzeugen und dafür schauen wir uns an, wie lang der Klartext ist. Wir haben hier den Klartext Karl, der besteht aus 4 Buchstaben, das heißt, wir brauchen einen Schlüssel, der 4 Buchstaben lang ist. Den wollen wir uns zufällig erzeugen, dafür gehen wir auf die Seite random.org. Auf dieser Seite können wir uns zufällige Texte erzeugen lassen, und zwar hier unter dem Punkt String Generator. Dafür geben wir an, wie viele Strings wir benötigen und wie viele Zeichen lang diese Strings sein wollen. Dann wählen wir noch Großbuchstaben aus und erhalten so unseren Schlüssel. In diesem Fall wäre der Schlüssel G, G, E und O. Und damit können wir jetzt unser One-Time-Pad-Verfahren durchführen. Kommen wir zur eigentlichen Verschlüsselung. Und die ist, wie schon gesagt, altbekannt. Wir führen das Visionaire-Verfahren durch und dazu können wir uns zur Hilfe eine CESAR-Scheibe bereithalten. Zunächst mal haben wir den Klartext K und den Schlüssel G. Das heißt, wir müssen das A auf das G verschieben, wie hier in der CESAR-Scheibe. Und jetzt müssen wir für K in der CESAR-Scheibe ablesen, auf welchen Buchstaben der übertragen wird. Das K wird auf ein Q übertragen, also ist unser erster Buchstabe im Geheimtext ein Q. Das A wird dann natürlich auf das G übertragen, das ist ja dann unser Verschlüsselbuchstabe. Also hier ist nichts zu tun, A wird auf G übertragen. Jetzt haben wir das Schlüsselzeichen E. Also stellen wir uns unsere CESAR-Scheibe neu ein, sodass das A auf das E zeigt. Jetzt müssen wir für R unseren verschlüsselten Buchstaben ablesen. Das ist das V. Zu guter Letzt haben wir noch den Schlüsselbuchstaben O, stellen uns unsere CESAR-Scheibe also wieder neu ein und können ablesen, dass L wird auf das Z abgebildet. Und damit haben wir unsere One-Time-Pad-Verschlüsselung vollständig durchgeführt und haben jetzt einen Geheimtext vorliegen. Warum ist das OTP-Verfahren jetzt allerdings unknackbar? Der Grund dafür ist folgender. Jedes Wort derselben Länge ist gleich wahrscheinlich. Und weil wir jeden Schlüssel nur einmal verwenden, können wir auch keinerlei statistische Analyse durchführen. Wir haben hier im Beispiel gesehen, wir können diesen Geheimtext QGVZ mit dem Schlüssel GGEO entschlüsseln und bekommen Karl heraus. Jetzt ist es allerdings auch so, dieser Geheimtext QGVZ, der könnte genauso gut zu dem Klartext Anna gehören. Das wollen wir jetzt einmal noch kurz durchführen. Und zwar stellen wir uns dafür unsere CESAR-Scheibe so ein, dass zunächst mal das A auf das Q zeigt. In dem Fall können wir auch ganz leicht ablesen. Unser Schlüssel wäre hier natürlich das Q. Genauso bei dem letzten Buchstaben, da brauchen wir jetzt gar nichts mehr einstellen. Wir wissen, das A muss auf das Z abgebildet werden, also ist unser Schlüssel das Z. Für die mittleren Buchstaben, da haben wir das N, das auf das G abgebildet werden muss. Dafür ist dann der Schlüssel das T, also A wird auf das T abgebildet, denn dann sehen wir hier in der CESAR-Scheibe,
das N wird auf das G abgebildet. Also hier Schlüsselbuchstabe T. Und zu guter Letzt muss noch das N auf das V abgebildet werden. Dafür bekommen wir den Schlüsselbuchstaben I heraus und können dann auch hier ablesen, N wird auf V abgebildet, also hier der richtige Schlüssel wieder. Das heißt, mit dem Schlüssel QTIZ würden wir bei dem gleichen Geheimtext wie gerade eben den Klartext Anna herausbekommen. Wenn wir also verschlüsseln, an mit wem wir gesprochen haben, und wir haben 4 Zeichen und einen geheimen Schlüssel mit dem One-Time-Pad-Verfahren, dann könnten wir genauso gut mit Anna gesprochen haben wie mit Karl. Also hier nochmal in der Übersicht, wir haben verschiedene Schlüssel verwendet. Ein Schlüssel hier, GGEO, und hier ein Schlüssel, UTIZ. Und mit demselben Geheimtext konnten wir unterschiedliche Klartexte darstellen. Und die sind eben tatsächlich genauso wahrscheinlich. Dieser Schlüssel ist ja zufällig. Und deswegen ist das One-Time-Pad-Verfahren unknackbar, weil viele verschiedene Lösungen gleich wahrscheinlich sind.